Und damit seid gegrüßt zu einem neuen Netztest. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits. Und natürlich auch Eidadun zu einem neuen Netztest. Katamari Damachi. Für die Nintendo Switch. Die Musik ist ein bisschen laut, da muss ich ein bisschen runterdrehen. Ja. Ich habe es schon auf verschiedenen Kanälen auf YouTube gesehen und muss das einfach auf der Switch einmal demo-versionstechnisch spielen. Auf geht's! Wir spielen die Demo-Version von Katamari Damachi, die Reroll-Version oder was auch immer. Ja, starten wir mal. Plus drücken. Katamari Damachi. Fühlt sich wirklich an, als wäre man irgendwie auf einem Drohnen-Trip. Ja. Und nein, das war tatsächlich kein Traum. Wir haben es geschafft. Der King of All Kosmos hat es tatsächlich geschafft. Mit Sternen übersäter Himmel. Wir haben ihn kaputt gemacht. Ja, wir waren ungezogen. Sehr, sehr ungezogen. Ich liebe diese Zweideutigkeit in diesem Spiel, in den Dialogen. Jetzt schon. Naja, nicht jetzt schon, ich habe es ja schon mal gesehen. Es tut uns furchtbar leid. Aber ganz unter uns. Es fühlte sich richtig toll an. Und wir können uns nicht mehr richtig erinnern. Aber wir befanden uns wohl direkt im wohligen Schoß von Mutter Natur. Wir haben die Schönheit aller Dinge gefühlt. Und die Liebe, die alles durchdringt. Genauso war es. Hast du das gesehen? Wir haben aufrichtig gelächelt. Hast du es gesehen? Die Sterne funkeln mit ihrer perfekten Schönheit. Es gab einst so viele von ihnen, dass es fast schon ein Ärgernis war. Aber nun gibt es nichts als Dunkelheit. Aber es ist nichts weiter als ein Traum, aber ein richtig schöner Traum. A-B-E-R. Dieser fantastisch magische Moment verflog. Er hat sich gänzlich verflüchtigt. Wir kamen wieder zu uns und stellten fest, dass alle außer sich waren. Selbst der King of All Kosmos wurde nicht von ihrem Zorn verschluckt. Glaub mir, alle waren unglaublich wütend. Aber
Egal, kleiner Prinz, beeile dich und bringe den wunderschönen Sternenhimmel zurück. Unsere Probleme sind auch deine Probleme. Klar, nur wegen uns liebst du und wir fordern diese Schuld nun ein. Verstanden. Hand in Hand. Für immer. Ja. Und Vater-Sohn-Beziehung schlechthin. Klar. Na dann. Heute steht die Demo-Version an. Los geht's. Schicke Sachen zur Erde. Heute wirst du ins Innere eines Hauses rollen. Der Katamari sollte vielleicht gleichmäßig 10 cm umschließen. Wir glauben für 4 Minuten in Erdenzeit an dich. Viel länger kann man aber selbst vom King of All Cosmos nicht erwarten. Das erwartet. Wir freuen uns schon auf einen hübschen Katamari. Kleiner Prinz. Ich dachte, er hört nie auf zu reden. Na dann. Versuchen wir doch zu dieser lustigen Musik ein paar Sachen auf dem Katamari einzusammeln. Ist doch dasselbe. Das war das allerärgste Objekt, das wir jemals aufgerollt haben. Und jetzt fühlen wir uns ganz gerührt. Das sollten wir ins Tagebuch eintragen. Ja, dann trage das mal in mein Tagebuch ein. Ich roll hier währenddessen. Ja, rückwärts. Oh, da kann ich schon die Fische aufsammeln. Fischlein. Und habe schon 6,4 cm. Wow. Ich darf nicht so viel gegen Sachen stoßen. Ja, die Musik ist auf jeden Fall sehr, ich sag mal, abgefahren. Ein bisschen üblich. Oh, das kann ich noch nicht aufsammeln. La 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 la. Katamari Damati. Das hat schon meinen Zuschauern sehr viel Spaß gemacht. Okay, jetzt sind wir drin im Haus. Da gibt es nicht ganz so viel zu sammeln. Oh, Beine. Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel Zeit. Ich muss mal weiter sammeln gehen. Okay, kann ich irgendwie wenden? Ja, kann ich. So, hier, mal raus. Oh, Mäuse. Na komm. Sammel es ein. 8,3 cm haben wir schon. Jetzt hier mal ein bisschen den Katamari vergrößern. Okay. Drüben ist ein Keksstapel. 9 cm haben wir schon. Nice. Sind wir glatt am Ziel angekommen. Gleich haben wir es. Wir haben auch nur noch 2 Minuten. Na komm. Ich kann mich auch irgendwie schlecht drehen. Ich kann hier nur rückwärts laufen. Na komm, ach, verdammt, die Steuerung kapiere ich noch nicht so richtig. Naja, das will nicht so ganz laufen. Die Musik hat Stil. 9 cm, na komm, Zwergi, na komm, kleiner Prinz. Oh nein, 8,8. Da sollte man nicht so oft gehen fallen. Damachi. Okay, das können wir noch nicht. Müssen wir die kleinen Dinger erstmal aufsammeln. Ja, wir sind immer noch bei 8,9. Na komm, wo sind denn die großen Teile hier, die wir brauchen? Die können wir noch nicht einsammeln. Ja, die Zeit ist gleich vorbei. Na komm. Wir werden es doch hier nicht verkacken. Na komm. Noch ein paar Sachen einsammeln. Hier liegen große Kekse rum. 9,2. 9,4. Ja, komm. Noch wenig Zeit. Hier, Keks. 9,4. 9,5.
Komm, das kriegst du hin. 9,8. 9,9. 9,10. 9,10. Ja, nice. Cool. Haben wir es doch noch hingekriegt. Ah, was für ein bezaubernder Katamari. Da fehlt noch der Feinschliff. Der redet aber auch ein bisschen langsam. Selbst für meine Verhältnisse langsam. Abgeschlossen 3,32 Sekunden. Aber es sieht schon vielversprechend aus. Jetzt bist du schon so weit gekommen. Da würden wir uns riesig über einen gewaltigen Katamari freuen. Wir lassen dich jetzt arbeiten. Aha. Also ich jetzt noch für den Rest der Zeit ein bisschen weiter einsammeln. Ja, die letzten 20 Sekunden. Ja, machen wir 10,3 raus. 10,4 vielleicht noch. Na, um die Kekse hier noch, die Kekse. Ja, komm. 10,5. Da hoch. Ah, verdammt, naja. Können wir das einsammeln? Ja, 10,4. Waren es nur 10,4. So schön. Genug jetzt. Wir haben das Ziel erreicht. Immerhin. Wir haben uns beim Zuschauern genug gelangweilt. Was? Ihr habt. Der König hat sich beim Zuschauern gelangweilt. Was? Da meint er doch nicht mich mit, oder? Wir verziehen uns wieder in den Weltraum. Das will ich doch nicht gehört haben. Königlicher Regenbogen. Ab in den Weltraum 10 cm und 4 mm, oder? Das ist der Durchmesser von meinem Katamari, den ich dort erstellt habe. Das war das ernste Ziel, aber es ist nicht sonderlich aufregend. Oder nächstes Mal wollen wir einen viel größeren. Das, was du am meisten gesammelt hast, ist genial. Snacks. Auf der Erde gibt es unglaublich viele Dinge. Ja, als erstes habe ich Snacks gesammelt. Das zweite war Arbeiter. Okay, ich habe Arbeiter aufgesammelt. Und Schreibwaren. In 3 Minuten und 32 habe ich bis zu der 10er-Marke geschafft. 119 Objekte. 10 cm und 4 mm. Wir entlassen ihn jetzt in den Himmel. Den Katamari. Aus ihm entsteht ein Stern oder was? Pudding. Der Stern. Der Stern Pudding. Wie war es? War es spaßig? Ja. Es ist gut, das zu hören. Punkt. Weißt du, es heißt, der King of Cosmos sei in der Verkaufsversion noch glamouröser. Dort kannst du noch viel mehr aufrollen. Wir sehen uns in der Verkaufsversion. Ja, schön. Dann haben wir das geschafft. Haben wir einmal die Demo-Version von Katamari Damacy durchgespielt. Katamari Damacy, das klingt so wundervoll. Oder auch Reborn genannt. Aber Katamari Damacy, das ist auf jeden Fall viel hübscher. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. War vielleicht noch ein bisschen kürzer. Aber ja, ich glaube, hat sich ein bisschen kürzer angefühlt zumindest. Naja, war ein kleines Let's Test von diesem Spiel. Als Let's Play werde ich es wahrscheinlich nicht spielen. Kostet 19,99 €, glaube ich, irgendwas. Ja, ich glaube 19 € irgendwas in dem Dreh kostet. Kann man sich kaufen und runterladen. Ja, ganz verrückt, ganz abgespaced, ganz, ja, seltsam. Na dann, habt einen angenehmen fürstlichen Tag, man sieht sich in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. In einem nicht so verrückten
Naja, doch verrückten, aber nicht so verrückten Video. Und bis dahin, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, Glöckchen aktivieren, nicht vergessen. Bis dahin.